Ja, herzlich willkommen zur Jubilarfeier 2018. Ein Abend, der ja in monatelanger Arbeit, vielleicht auch wochenlanger Arbeit vorbereitet worden ist. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz toller Abend dabei rausgekommen, den Sie hoffentlich ganz, ganz lange in Erinnerung behalten werden. Es gab natürlich ein paar Niederschläge, Vergleich, andere Sachen. Meine Abteilung wurde damals mal aufgelöst, aber im Großen und Ganzen alles eigentlich super. Über 100 Personen, die 25, 35, 45 Jahre in diesem Unternehmen arbeiten, das ist schon sehr beeindruckend. Und ich denke, gerade wir als Unternehmen profitieren natürlich davon. Wir haben auch einige oder etliche Jüngere mit hier unter uns. Und es geht ja immer darum, dann auch das Wissen und das Know-how wieder zu transferieren von den erfahrenen Leuten zu den Jungen, die neu dazugekommen sind. Also alleine schon von der Lebensleistung bin ich beeindruckt. Und das zeugt natürlich auch von der Stabilität, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Wenn man sich da mit den Einzelnen unterhält, die sagen, eigentlich wollte ich ja nur 2, 3 Jahre auf der Hütte bleiben, aber das Geld hat gestimmt und alles war sonst auch so in Ordnung und daraus sind dann jetzt 45 Jahre geworden. Der Betriebsrat, ja, neue Aufgabe, neue Herausforderung, ganz klar. Aber ich sage immer, es geht nicht alleine. Man braucht ein starkes Gremium, man braucht einen guten Vorstand und was man auch braucht, ist eine Belegschaft. Auch toll und freue mich, dass ich tatsächlich 25 Jahre im selben Betrieb auch arbeiten durfte, bei der Brigade in der Verzinkung und im Jungteam tatsächlich auch starten konnte, 93. Wie stolz sind Sie 45 Jahre auf das, was Sie geleistet haben? Einfach eine geile Zeit. Petit nimmt immer ein kleiner Stück von der Baguette. Der Brot wandert durch den Hals. In der Eiermagen und der frische Ei. Ta-ta-ta-ta. Schon ein bisschen zu weich geworden. Weiter brüten, Sack, und für Sie Bon Appetit. Ja. Nein, bitte. Ja, ich finde es schon mal gut, erstmal, dass die Firma überhaupt sowas macht. Dass es auch eine Wertschätzung für die einzelnen Mitarbeiter ist und dass das auch anerkannt wird. So, ne? Diese Leistung über all die Jahre und so, was ja heutzutage nicht mehr so selbstverständlich ist.